Hallo, Freunde des gepflegten Computerschachs und jene, welche es noch werden wollen. Hier drunter ist das normale Mirage-Brett, also drucksensortechnisch. Ein bisschen grenzwertig das Ganze. Ich habe sogar noch ein Lärmmodul über hier. Ja, das Ganze ist halt, wie gesagt, eine Drucksensor-Variante. Das Problem beim Mirage-Brett ist, dass er keine LEDs auf den Feldern hat. Weder am Rand noch auf den Feldern selbst. Das heißt, und damit geht auch das Hauptproblem des Mirage-Brettes einher, mit dem Mirage zumindest. Ist ja nicht so viel kompatibel dazu. Also mit dem Mirage hier. Das Problem ist nämlich, dass ich mir vorstellen könnte, dass das Programm des Mirage nicht angepasst ist an so ein Brett. Und das ist wohl das Problem. Im Mobil merkt man das ja gar nicht. Man tippt ja die Züge über die Tasten ein. Und dann, ob man weiß oder schwarz unten hat, ist ja egal beim Mobil. Und das Problem ist, dass es aber an das Brett nicht angepasst ist. Dadurch, dass er keine LEDs hat, man das Brett aber nicht drehen kann. Also ich kann nicht mit weiß von unten nach oben, mit schwarz von unten nach oben spielen. Das ist das Problem bei der Sache. Ich muss also auf dieser Seite sitzen und dann habe ich das Problem, dass ich mangels LEDs die Züge nicht sehe. Also deswegen habe ich den Mirage, den hatte ich vorhin in einem Modularbrett drin, aber jetzt habe ich den hier im Mobil. Wobei es noch einen wichtigen Unterschied gibt. Und das ist übrigens nicht der Mobil Mirage hier. Der hat nämlich ein Display hier und der Mirage hat hier einfach nur ein schwarzer Blender drüber. Der hat ja hier ein Display, der Mirage. Deswegen haben die wohl gedacht, die könnten die mobile Einheit ohne Display ausstatten und dadurch vielleicht günstiger verkaufen, kann ja sein. Das Problem ist dadurch allerdings, dass es quasi nur die mobile Variante des Mirage ist. Alle anderen Module fahren ja weg. Du siehst ja die Züge nicht, das ist das Problem. Und hier übrigens das Witzige ist, man kann in dem Mirage-Brett auch den MM4 reinmachen. Allerdings dann muss man beachten, dass man macht jetzt einen Zug, meinetwegen F2, F4, man drückt F, man drückt F2, man drückt F4. Also Drucksensoren, klar, Zug eingegeben. Wenn er jetzt allerdings mit Schwarz seinen Gegenzug macht, meinetwegen D7, D5, dann nimmt man einfach die Figur, ich nehme mal den hier dafür, und macht einfach den Zug. Das heißt, man macht nicht so, dass man das Feld D7 drückt und dann D5 drückt. Das muss man nicht. Man muss das nur bei den weißen Zügen machen. Meinetwegen E2, E4, man drückt das Feld. Ausgeführt. Mit Schwarz allerdings macht man einfach nur den Zug. Das ist der Unterschied. Ich glaube, ein weiterer Unterschied ist auch bei der Rochade, dass ich E1, G1 für die Rochade mache und H1, F1 kann ich mir schenken. Das weiß ich aber nicht so genau. Also theoretisch geht es, wenn ihr ein Mirage-Brett habt und fragt euch, welches Modul könntet ihr dafür nehmen, dann ist das MM4-Modul möglich, wie gesagt, mit den eben benannten Einschränkungen. Dann sieht man nicht was gleich. Hier, das ist eher der Modular hier, also das wäre eher die Alternative, das heißt, wenn ihr das mal seht, ihr im Mirage-Brett, dann würde ich eher davon abraten, muss ich ehrlich sagen. Ja, es war mit sehr wenig kompatibel. Irritierend ist ja, ich hatte erst gedacht hier, Nietzsche und Tenne ist ja auch MM1, dass man den reinsetzen könnte, der ist gar nicht kompatibel. Der MM1 funktioniert hier drin gar nicht. Ich meine, der MM5 zu meiner Irritation auch nicht. Manche hat man gelesen, Rebell würde auch funktionieren, aber MM4 weiß ich es. Wenn ihr also ein Mirage-Brett habt und möchtet ein stärkeres Modul haben, könnt euch aber kein Brett leisten dazu, sondern nur das Modul, ist irgendwie, keine Ahnung, An- und Verkaufmodul. Dann klingelt es bei euch, ich habe ja das Mirage-Brett. 50 Euro an einem Verkauf, kann ich es nehmen, ihr könnt es nehmen. MM4 ist möglich im Mirage-Brett. Wie gesagt, die weißen Züge gebt ihr mit Druck ein, die schwarzen aber ohne. Dann sollte das theoretisch machbar sein. Beim MM4 kann man natürlich das Brett auch drehen. Intern, also dann kann man auch von unten mit Schwarz spielen nach oben. Das ist da möglich. Und was soll ich noch großartig zu sagen zum Mirage? Er hat eine merkwürdige Bedienungsführung, die... Es ist nicht so, wenn ein Bauernmärkte ist ja 1 plus 1, sondern irgendwie ist das 8 ist wohl die Mitte und was über 8 ist, ist ein Plus und was unter 8 ist, ist ein Minus oder 7, ich weiß es nicht, ich habe es mir auch gar nicht gemerkt. Eben auch die Bedienung ist ganz merkwürdig. Während man MM1, MM2, MM4, MM5 grob auf die gleiche Art und Weise bedienen kann, also Info ist Info und Info A1 ist
Stellungsbewertung und solche Sachen alle, fällt das hier erst eher ein bisschen aus der Reihe. Das sind natürlich nicht die Mobilfiguren, die ich drauf habe. Das sind die von so einem Millennium-Schachcomputer, sind die Figuren. Deswegen habe ich die drauf gemacht. Weil mich das weniger irritiert, mit normalen Püppchen zu spielen, als mit diesen flachen Figürchen. Die sind dann auf diesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Millennium. Ich weiß es nicht. Da sind auf jeden Fall diese Plättchen gelandet. Und was soll ich noch groß zu sagen? Hier auf jeden Fall der Mirage. Der übrigens vollkommen ausreicht, um mit dem Allegro den Boden aufzuwischen. Deswegen, man sollte bei Schachcomputern nicht nur auf das Datum der Erscheinung gucken. Wenn man dann sieht 1996, dann denkt man, man muss doch schon einigermaßen die Spielstärke haben. Das ist nicht der Fall. Die ganzen als Anfängergeräte getarnten Billiggeräte, obwohl ich auch mal gelesen habe, ich hatte das ja mal erwähnt, ich glaube 86 war das, in der Computerschau und Spiele habe ich das gelesen, dass Fidelity 86 ein Gerät wegen Erfolglosigkeit vom Markt genommen hat, weil die Leute dagegen nicht mal gewinnen konnten. Ich weiß nicht, ob das einen Ausschlag für mich gibt, ob ich dagegen gewinnen kann. Es gibt immer ein Level, gegen den man gewinnen kann. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich davon zu halten habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier das Mirage-Brett hier da. Wie gesagt, der Mirage Mobil hat dieses Display nicht. Und was soll ich groß zu sagen? Zumindest kann ich in meinem Mobil dadurch auch den Roma 2 reinmachen. Oder den MM5 oder MM4. Blitzlevel natürlich gesperrt, weil man tippt ja die Züge ein. Und mehr kann ich dazu auch nicht großartig sagen hier. Damit verabschiede ich mich. Also, wenn ihr zwei Geräte seht, in diesem Brett die Mirage oder Mirage im Modularbrett, dann holt sich das Modular, die Modular-Variante. Wie gesagt, du kannst das Brett nicht drehen. Das ist das Problem. Da musst du immer so über Kopf lesen. Also musst du immer so rüber gucken, was ja über Kopf da auf dem Display steht, an Zügen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Wie immer könnt ihr ja gerne reinschreiben in die Kommentare. Hattet ihr den Mirage? Was für Erfahrungen habt ihr damit? Stört es euch nicht, dass man das nicht drehen kann, das Brett, dass man also von oben nach unten spielt, dann über Kopf lesen? Habt ihr da irgendwelche fantastischen Lösungen für parat, wie man das machen kann, dass es doch möglich ist? Man müsste ja theoretisch quasi das Display drehen können. Weil es bringt mir nichts, wenn ich das intern so rausbaue und dann andersrum wieder reinbaue. Was mache ich denn dann, wenn ich weiß? So, ich bedanke mich auf jeden Fall, abschiede mich. Vielleicht gibt es also Helden hier, die haben dann hier, ja keine Ahnung, ein zweites Display eingebaut. Auch ein Display-Modul würde nichts bringen, weil es ist ja immer noch über Kopf zu lesen. Oder man müsste machen, man würde mit einem Flachbandkabel oder irgendwas mit einem Kabel hier rausziehen und dann das Display-Modul daneben legen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr da für Lösungen parat hattet. Bei mir ist es hier, man sieht, da ist ja nichts drin hier. Das Teil, ich habe es einfach outgesourced, das heißt, ich habe es einfach hier auf Falde gelegt, das Mirage-Brett. Bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.